Herzlich willkommen zurück zu Ace Arena Cyberwolf. Nein, Cyberevolution. So, hier steht's ja. Oh Gott. Warte, ich mach's falsch. Mit Arezu. Ich bin Arezu und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie ihr vielleicht seht, habe ich tatsächlich diesmal drei Missionen. Vorher habe ich mehrmals Abrechnungen bekommen nach sowas hier. Ace Attacker Score Assist 7 Tore. Ja, perfektes Englisch. Diesmal habe ich zwei Quests direkt bekommen. Offenbar bekomme ich also welche, wenn ich gerade nicht da bin, weil in der letzten Folge habe ich eine Mission fertig bekommen. Dann war ich auf eine runter. Oder aber die war permanent einfach nur unsichtbar. Auf jeden Fall ist das eine keine wirklich einfache Quest. Besonders nicht für jemand, der Main Torwart spielt, wie ich. Und das machen wir jetzt auch direkt. Wir starten. Und hoffen, dass schnell ein Spiel kommt. In der letzten Folge hatten wir ja tatsächlich einen menschlichen Spieler dabei. Ich bin immer noch total aufgeregt, deswegen. Ach ja, Datum. Wir haben jetzt den 17. Juli oder eventuell schon den 18. Ich müsste mal irgendwann auf die Uhr gucken. Na, nee, das deprimiert noch. Was wollte ich sagen? Naja, ich bin nicht wirklich nur noch deswegen aufgeregt, aber ich fand schön, einen Spieler dabei zu haben, auch wenn ich keine Ahnung habe, welcher der Spieler, also welcher der Renner, so, tatsächlich ein Spieler war. Ich habe ja den Verdacht, dass es mein einer Stürmer war, diese Starfire. Nee, Starfire ist ein Held aus DC. Gucken wir uns mal die Geschichte unseres Kerlchens an. Den war immer noch spielen können. Warum hat mich jemand angeschrieben? Warum statt ich bin. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, unten rechts ist gerade der Chat aufgegangen und ich wurde gefragt, wie es mir geht. Warum werde ich das gefragt? Ich bin überfordert. Implantate. Die nächsten werden mit Level 7 freigeschaltet. Oh, ich kann die ja upgraden. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Oder ist es mir aufgefallen und ich habe es vergessen? Gut, auf jeden Fall sind hier wieder Bots. Ich kann nichts reinsuchen, deswegen... Naja. Nix und das ganze Zeug will ich hier nicht haben. Ready. Heute machen wir mal wieder einen Win. Habe ich gerade beschlossen. Ich meine, in den letzten beiden Folgen haben wir jeweils einen Win gemacht, also... Team Red versus Team Blue. Ja, also ich hoffe, wir können den Trend aufrechterhalten, dass wir jede Folge mindestens einen Win kriegen. Noch besser wäre es natürlich, wenn wir, sagen wir, zwei Wins schaffen mal. Nein! Okay, das fängt gut an, bloß leider nicht für unser Team. Aber das war quasi geplant. Nimm! Nicht gut. Nein! Verdammt nochmal. Okay, ich habe wieder ein paar Tage nicht gespielt. Oh, wow, wow. Sehr gut. Die beiden spielen wenigstens gut zusammen, unsere Bots. Na los. Sehr schön. Ein schönes Duell zwischen dem Negotiator und Max Wrecker aus unserem Team. Das Problem ist, ich bin ein bisschen zu vorsichtig hier zum Teil. Soll heißen, ich befürchte, dass sie antäuschen. Was sie allerdings nicht tun, zumindest gefährlich. Nimm. Oh, verdammt. Das war ein Fehler. Nicht gut. Oh, und ich dachte, ich hätte noch ein Ding da, eine Blockade. Deswegen bin ich da jetzt nicht hingegangen, sondern ja, wollte blockieren. Oh, verdammt. Damit habe ich nicht gerechnet. Nicht gut. Schneller Start. Oh, ein schön sauberes, glattes Tor, weil der Negotiator genauso dämlich war wie ich eben.
ganz so leicht wollen wir es diesmal nicht machen. Ja, sehr schön. Die Eventual Stars gegeneinander. Oh, sehr schön. Der Ausgleichsschuss. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, ein bisschen aufzuhalten, bis unsere Leute noch ein Tor gekriegt haben. Ich vertraue denen da vollkommen, die kriegen das hin. Die Frage ist, ob ich das Tor halten kann. Und damit ist es beantwortet. Achso! Das war jetzt aber seine Schuld. Also, teils. Seine Mitschuld. Nee, andersrum. Seine Hauptschuld, meine Mitschuld. So. Okay. Das war wieder ein Negotiator, der einfach rumgefailt hat. Da müssen sie definitiv noch an der KI arbeiten. Das Ganze hier ist ja Early Access. Oh. Und der Negotiator lässt einfach ziemlich viel durch, einfach weil er zurückportet, obwohl er direkt vor dem Tor steht. Ich check die Grab Zone nie richtig ein. Ne? Oh, schön. Der hat jetzt seine Ulti gemacht, deswegen war er auf einmal schneller. Damit konnte er den Negotiator überraschen. Wüsste ich gerne, welches Event kommt. Ich habe keine Ahnung, welches Event das ist. Auf jeden Fall sind dort Wände am... Oh Gott. Oh! Ah, die Wände scheinen... Ja, die Wände scheinen quasi zu reflektieren. Nein! Ah, hätte ich nicht durchgekonnt. Okay. Nein! Oh Gott! Ich habe weggeschossen, weil ich Angst hatte und der hätte uns gar nichts tun können. Weil ja keine Gegner da war. Was so? Das, was ihr eben hören konntet, war meine Hand, die ich gegen meine Schirm geschlagen habe. Nipp, nicht du! Oh Gott! Na, oh, verdammt nochmal, was mache ich denn hier schon wieder? Es fing doch gar nicht so schlecht an. Ich meine, ja, schlecht, aber nicht so schlecht. Nimm. Achso. Nein. Oh Gott. Wir haben nur die Hälfte ihrer Punkte. Das holen wir nicht mehr auf. Und so erst recht nicht. Oh, ich kann durch die Blockade durchgehen. Das wusste ich noch nicht. Die blockiert offenbar alles außer mich selbst. Nein! Oh, sehr gut. Okay, warum failen wir mit dieser Aktion dauernd? Okay, das war jetzt einfach nur, weil ich sauer war. Nicht richtig. Nein, diesmal nicht. Was so? Gut, den hätte er jetzt zum Beispiel wieder einfach kriegen können. Der weiß nicht, wann er den Teleport einsetzen muss. Überhaupt keine Ahnung hat er. Ich meine nicht, dass ich es unbedingt besser mache. Ach, voll. Doch, ich glaube, ich würde es einigermaßen besser machen. Und wenn es dadurch wäre, dass ich es einfach nicht benutze. Okay, ich bin jetzt schon zufrieden, wenn wir bei 8 zu 13 bleiben. Ja, sehr schöne Kombo. Er schießt erst die Disc in die Hände des Negotiators und dann benutzt er seine Fähigkeiten, der das direkt durchschlägt. Nein! Nein! Ist das euer Ernst?
Na klasse. Ja, freut euch, solange ihr noch könnt. Was? Ich hab... Okay, diese Quest ist definitiv verbuggt. Back to home Menü. Und starten. Direkt mal. So, jetzt gucken wir uns aber mal die Background-Geschichte an. Wir nehmen Sean Ling. Allerdings ist das nicht bestätigt. Das Alter von 34 Jahren ebenfalls nicht. Und er ist unabhängig. Er ist... Achso, das ist eine Ansage von dem Ansager, nehme ich an. Wie soll ich denn so die Geschichte vermitteln? Okay, Implantat ist klar, alles nach wie vor. So. Oh, guck mal, da ist der gegnerische Torwart ist jetzt auch ein Mensch. Dann bin ich mal gespannt. Guck, jetzt bin ich fertig und der nicht. Ha! Das bedeutet, ich muss warten. Das ist nicht schön. Oh, der wird doch Stürmer machen. Okay. Hier kann man das direkt sehen beim Gegner. Bei League of Legends zum Beispiel ist das natürlich nicht. Da sitzt man zwar im gleichen Bildschirm, aber man sieht nicht, was der Gegner wählt. Es sei denn, man macht Ranked, allerdings ist man dann eben nach und nach dran. Aber hier können sich offenbar alle gleichzeitig vorbereiten. Sehen, wer was nimmt. Mit einem vollen Team wird das wahrscheinlich ein bisschen chaotisch. In a few seconds, the match will begin, and we'll finally know who is the better team! Na, unser Team. Angriff! Okay, sorry. Oh, guck mal, da ist der Name tatsächlich angezeigt. Das heißt, beim letzten Mal war gar kein richtiger Spieler bei. So, Betrug. In der Champion-Auswahl stand da noch, aber dann später nicht! Okay. Und dann. Das Dope ist, der kann mit angreifen. Dieser Data 21. Und der scheint aber... Oh Gott. Nein, das könnte ein Fehler gewesen sein. Na, zumindest war es nichts Gutes. Was macht ihr da? Was soll das? Was? So. Ah, jetzt ist er auf Verteidigung gegangen. Seht ihr, der setzt es zumindest richtig ein. Aber er scheint nicht wirklich besser zu sein als ich. Zumindest nach dem, was ich bisher gesehen habe. Keine sonderlich guten Aktionen. Aber vielleicht will er mich auch täuschen. Der schießt aber erstmal nur weg. Der macht keine Passaktion. Während ich schlechte Passaktionen mache. Nein! Aber der kommt doch mein Feld hier schon wieder bedrohlich nach. Nein. Lass mir doch vom Torwart nichts reinwürgen. Da, jetzt muss der ja schon wieder zurückporten. Weit sind seine Teleports alle. Ich glaube, er müsste rein haben. Na los, macht's rein. Sehr schön. 2-2. Torwart gegen Torwart. Oh 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 oh. Und jetzt dürfte er seinen letzten Port verbraucht haben. Oh, und sehr schön gemacht. Venture ist da. Yay. Also unser Venture ist da, nicht deren. Deren Venture ist da ist ein Noob, ein totaler Anfänger. Der nichts auf die Reihe kriegt. Oh, 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 oh. Gut, das war vollkommen dämlich gesetzt von mir. Warum kann der schon wieder zurückkommen? Da habe ich nicht richtig gedeckt. Oh Gott. Sehr gut.
Nicht gut. Was soll das? Nicht gut. Oh. Okay, das hat wieder gefailt, aber egal. Nein! Ah, Gott. War das jetzt unser Eventual Star, der gefailt hat, oder der gut gearbeitet hat? Ah ja, das war deren. Ich habe den Ring nicht richtig erkannt und hielt den für unseren. Nein, Delta, du kriegst heute keinen Wind. Du kannst nicht von mir. Oh. Ah, sehr schön. Na! Okay, vielleicht kriegst du doch einen Wind von mir, aber ich gebe ihn dir nicht freiwillig. Endlich kommt es. Nein, nicht gut. Warum passt dich denn zu mir? Ich bin der Torwart. Zum Torwart passt man nicht. Okay, gutes Zusammenspiel. Das Tor ist, wir brauchen zwei Tore. Los, schieß. Oh, der konnte schon... Der sammelt sich hier wahrscheinlich, ohne dass ich es merke, die Teile auf. Der schießt jetzt einfach zurück. Das reicht auch vollkommen gerade. Verdammt, wenn die hier blockieren, dann... Nein! Oh Gott. Oh, verdammt. Das war ein Hin- und Hergegürbe jetzt. Okay. Zwei Tore innerhalb von 43 Sekunden. Ich persönlich halte es für nicht machbar. Besonders dadurch, dass ich rumfehle. Oh, verdammt. Oh. Ich hatte die perfekte Gelegenheit. Ich hätte einfach nur reinschießen müssen. Und es wird schlimmer und schlimmer. Je mehr ich versuche, die Situation zu retten, desto schlimmer machen. Zu retten, desto schlimmer machen ich es. 11 Sekunden für 3 Tore. Definitiv nicht mehr machbar. Rein von der Zeit her nicht. Ja, klar. Mach doch halt. Macht mir nichts aus. Deprimiert mich nicht. Da! Versuchen doch zu kriegen. Okay, nach dem Plan muss ich jetzt gewinnen, denn das nächste wird die letzte Runde für heute. Und in der nächsten Folge, das kündige ich jetzt einfach schon mal an, mache ich, den Entschluss habe ich im letzten Spiel gefasst, Rankeds. Ich gucke mir dieses Rankeds-System an. Vielleicht sind da ja mehr Spieler. Vielleicht muss ich aber auch dann stundenlang warten. Aber wir werden sehen. Hier hatten vorhin jemand geschrieben. Ach, sind gar nicht so viele Leute da. Wahrscheinlich deswegen. Ah ja, okay. Es sind tatsächlich nur 3 Leute hier gerade da. Wenn man die hier nicht mitzählt, von denen ich glaube, dass es Mitarbeiter sind. Ist nicht ganz richtig, aber halbwegs. Oh.
Dann kommt jetzt erstmal keine Antwort. Wahrscheinlich kommt keine, bis ich drin bin. Buja hatte definitiv recht, es sind wenig Leute da. Das Spiel wird nicht viel bespielt. Oh, und jetzt bin ich aus dem Chat raus und kann mich nicht verabschieden. Das ist doof. Kann ich abbrechen? Nein, das wäre jetzt auch doof. Was ich mal versuche. Ich versuche einfach mal den hier zu spielen. Kantat ist klar, nehmen wir weiter das. Customation braucht man nicht. So. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Das Schöne bei dem ist ja, wenn er... Moment. Ich will dem ja nicht in die Rede reden. Okay, das Schöne bei dem ist... Ah, der hat viermal das. Deswegen konnte der das nochmal machen. Haha. Damit ist einmal weg für den. Zweimal. Der ist schon zwei seiner Teleports los und hat ein Tor kassiert. Der muss definitiv überarbeitet werden, also die KI von dem. Nein, weg hier. Oh, da hätte ich jetzt so zurückporten müssen. Ich bin noch nicht gewohnt, dass es kann. Nicht gut. Oh Gott. Na, los, 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 los. Und wieder. Tor. Bisher sieht das nach einem leichten Spiel aus. Und immer wenn ich sowas sage, machen die ein tolles Play oder ich mache einen totalen Fail. Oh! Nee, das war im perfekten Moment losgelassen gerade. Aber dafür hat der tatsächlich meinen... Nein! Oh Gott! Oh, wow, wow! Das ist nicht schlecht. Was ich sagen wollte, das Tolle an dem ist ja, wenn man mit dem... Eiblitz-Crank hier... Oh, da ist er durchgekommen. Einen Fehler macht und sich versucht, das Teil an die Aufladung dort an der Seite zu holen. Naja, dann hat man eben gefailt. Dann ist doof. Kann man nicht mehr retten. Es sei denn, man stellt die Wand gut hin, was aber auch nicht aus jeder Position möglich ist. Mit dem hier kann man dann im Notfall, nachdem man das gerettet hat, einfach zurückgehen und hat zumindest nichts verloren. Oh! Ich war etwas orientierungslos. Okay. Nein, gib den nicht her. Was so? Was sollte das? Warum bin ich so langsam? Ich glaube, der ist viel langsamer als der andere. Nein. Okay, gut. Noch ist überhaupt nichts verloren. Wir sind gut beieinander. Ich verstehe die Sekundarfähigkeit, also eigentlich die primäre Fähigkeit nicht. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ah, verdammt. Und der Port war viel zu langsam. Jetzt kommt das Event. Das macht mir mal ein bisschen Sorge. Ein Port habe ich noch. Ah, verdammt. Ich dachte, ich würde den noch kriegen und ich hätte ihn auch beinahe noch gekriegt. Nein. Was so?
Nein! Was? Was? Hilfe! Okay, das Event ist vorbei. Ich hatte ja auch eine ganze Weile erstmal gebraucht, um herauszufinden, dass die Events auch tatsächlich zu Ende sind, wenn sie nicht mehr angezeigt werden. Ach verdammt, da war jetzt leider keiner vor. Also keiner in Vorreichweite. Sehr schön. Nicht schön. Nicht schön. Nicht schön. Ich glaube, ich, auch wenn es jetzt gerade von den Punkten her nicht so aussieht und ich glaube, ich auf meinen Win hier verzichten muss, ist es gar nicht so schlecht mit dem hier zu spielen. Vielleicht sollte ich das öfter machen, auch wenn das Design nicht so gefällt, weil der aussieht, als würde er gleich auseinanderklappen. Oh, sehr schön. Oh, verdammt. Da hätte die Nitrogen-Queen zu mir passen müssen, dann hätten wir eine Chance gehabt. Vorausgesetzt, ich hätte nicht gefailt. Nein. Oh Gott, ich kann nicht porten. Aber 16 Sekunden, das reicht eh nicht. Na, kriegen wir noch ein Tor in letzter Sekunde? Nein. Kriegen wir eins? Nein. 5 zu 8. Kein gutes Ergebnis natürlich. Aber ich denke, ich komme damit ein bisschen besser klar. So. Ja, damit ist die Folge dann vorbei. Ich werde in der nächsten Mal versuchen, Wenke zu spielen. Ich bezweifle, dass ich da was finden werde. Denn, naja, wenn das hier wirklich alle Leute da sind, die da sind, tja, sind nicht viele. Und in diesem Falle werde ich auch nach ein paar Folgen aufhören, wenn ich einfach nur gegen die Bots spiele. Klar, ich verliere oft. Das stimmt. Aber es macht auch keinen Spaß, gegen die Bots die ganze Zeit zu spielen, selbst wenn man nicht mit den, wenn man denen nicht gewachsen ist. Deswegen hoffe ich, dass entweder bald mehr Spieler da irgendwo kommen oder dass im Ranked mehr sind. Irgendwas in der Art. Gut, jetzt höre ich aber auf zu jammern und hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Lebt wohl und lasst mir doch einen Kommentar da, um mir zum Beispiel zu sagen, wie es euch gefallen hat. Oder ob ihr wollt, dass das Spiel weiterläuft. Oder sowas.